Jawohl. Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute ist der 1. Dezember und ihr wisst ja wie immer, was im Dezember passiert. Meilenschnäppchen. Ganz genau, nachdem wir die Meilen-Highlights gemacht haben, irgendwo oben werde ich das verlinken, gibt es jetzt auch die Meilenschnäppchen für den Dezember. Und ja, Intro, ne? Ich würde sagen. Okay, Intro. Bevor wir mit dem Meilenschnäppchen vom Dezember 2021 anfangen, natürlich wie immer der Abonnierbefehl, die Glocke anmachen, kommentieren und ganz wichtig, nicht vergessen, diesen Beitrag zu liken und vor allem schaut bis zum Ende, denn vielleicht gibt es eine Überraschung, ich weiß es nicht. Ja, ihr wisst ja Meilenschnäppchen, was es ist. Das Angebot ist nur begrenzt verfügbar. Meilenschnäppchen gelten, wenn nicht anders angegeben, für einen Hin- und Rückflug. Ich habe es eigentlich noch nie gesehen, dass sie nicht für einen Hin- und Rückflug gegolten haben. Upgrade-Specials sind halt für ein One-Way, also für ein Segment, aber das habe ich so selten gesehen. Ich erinnere mich da gar nicht dran. Hast du das gesehen bei Mario? Nicht wirklich. Ich hatte das mal vor 10 Jahren, glaube ich, für 50.000 Punkte von der Business in die First Class oder so, das One-Way aus den USA. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zählt. Dann ansonsten ist es so, dass es kein Companion Award gibt, dass es da ganz wichtig ist, kann man nicht mehr umbuchen, außer im Rahmen der Covid-Sonderkulanzen bei der Lufthansa. Und es gibt einen Mindestaufenthalt von einem Tag. Und je nach Fluggesellschaft gelten auch nochmal andere Bedingungen. Das Angebot bei Lufthansa, und damit fangen wir an, gibt es nur von Lufthansa durchgeführten Flügen von und nach Deutschland gültig, beinhaltet aber auch einen Zubringer innerhalb Europas oder einen bei Intercon-Flügen oder einem innerdeutschen Anschlussflug bei Europa-Flügen. So ist es richtig. Am selben Tag müssen erfolgen, also das heißt kein Stopover, sondern halt innerhalb von 24 Stunden muss es weitergehen. Ja, Mario, wollen wir die Angebote direkt durchgehen? Wir haben ja die Filter gesetzt, erfolgreich, ne? Jawohl, es geht hier natürlich wie immer um die Business-Class-Angebote und das erste Business-Class-Angebot geht ins im Moment eigentlich recht frische Kiew und dort brauchen wir für einen Flug in der Business Class nur 25.000 Meilen statt der 50.000 Meilen und der Hin- und Rückflug müsste zwischen dem 15.01.22 und 28.02.22 erfolgen. Ja, wir sollten auch übrigens nochmal ganz genau sagen, wie die Meilenschnäppchen sich zusammensetzen vom Buchungszeitraum. Das heißt also, dass wir, wenn wir auf die Meilenschnäppchen gehen, müssen wir das in diesem Monat buchen. Das heißt also, ihr müsst die Meilenschnäppchen alle jetzt buchen. Im Dezember, vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, der Reisezeitraum ist 15. Januar bis 28. Februar auf der Kurzstrecke und bei der Langstrecke 15. März bis 30. April 2022, nur damit ihr es wisst. Innereuropäisch sind es halt in der Tat 25.000 anstatt 50.000 Meilen. Da gäbe es noch Rom, Mailand zu erwähnen. Aber für unseren Amerika-Fan Mario, und da möchte ich dir nicht vorgreifen, sind eigentlich die interessanten Sachen USA, ne? Ja, ganz wunderbar. Und zwar relativ viele Ziele, die wir erreichen können, nämlich Atlanta, Chicago, Los Angeles, San Francisco, nicht in den USA, aber in Amerika, Toronto und Washington. Und auch hier gibt es ein ordentliches Meilenschnäppchen. Statt der 112.000 Meilen nur noch 55.000 Meilen. Und das für alle eben genannten Ziele. Und ich finde, das ist echt ein gutes Angebot. Ja, also ich finde das Angebot auch in meinen Augen sehr, sehr gut. Und wir gehen natürlich auf Premium Economy. Wollen wir auf Premium Economy auch nochmal eingehen? Können wir auch machen. Hier muss man vielleicht noch sagen, dass der Reisezeitraum erst im März nächsten Jahres beginnt und bis Ende April. Genau. Des nächsten Jahres geht. Weil es Langstrecke ist. Also genau, heute buchen, nächstes Jahr im Frühjahr fliegen, aber insbesondere so für Ziele wie Los Angeles ist das natürlich schon mal ziemlich gut. Übrigens noch Detroit und Denver vergessen und Montreal. Das macht man natürlich. Da könnte auch nicht hin. Natürlich. Ja, die Schnäppchen in der Premium Economy
Da haben wir, zum die USA angeht, Atlanta, Boston und Chicago und Detroit im Angebot. Dort sind es dann 40.000 Meilen einsetzen muss, statt immerhin 80.000. Also meines Erachtens auch ein ganz gutes Schnäppchen. Ist übrigens auch derselbe Reisezeitraum. Ich bin ja deutlich ein Freund der Luftfahrt Economy. Ich finde insbesondere, ich habe schon mehrfach gesagt, bei Tagflügen ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Mario empfiehlt Premium Economy. Mal sehen, vielleicht machen wir mal einen Flug in der Premium Economy und schauen wir mal. Ja. Zumindest ein Leck auf dem Rückflug dann wieder. Dann geht's weiter mit der Swiss mit Abflug in der Schweiz. Da gibt es dann auch nochmal natürlich eine Besonderheit bei der Swiss und das müssen wir einmal auch nochmal erwähnen bei der Swiss. Und zwar, das Angebot ist nur auf Direktflügen von Swiss International Airlines durchgeführten Flügen von und nach der Schweiz gültig. Umsteigen nicht erlaubt. Und das ist halt die Besonderheit. Es gibt da keinen Zubringerflug bei den Schweizern, nur damit ihr es wisst. Und die Ziele, da wollen wir einmal drauf eingehen nochmal. Wenn man halt sich das anguckt in der Business Class, 25.000 anstatt 50.000 Meilen. Und da ist der Buchungszeitraum übrigens auch 15. Januar bis 28. Februar für die Kurzstrecke und 15. März bis 30. April für die Langstrecke. Buchungszeitraum wie immer kompletter Dezember, 1. bis 31. Dezember. Und da gibt es halt innereuropäische Flüge noch und nöcher, Amsterdam, Belgrad, Berlin und so weiter und so fort bis Wien. Aber was dann spannend wird, wird das zum Beispiel mit 40.000 Meilen anstatt 70.000 Meilen, das wäre Kairo oder Tel Aviv. Und ja. Dann das Langstreckenziel wäre mit 55.000 Meilen anstatt 112.000 Meilen New Johannesburg, also nichts mit Amerika dabei. Also da sind die Schweizer ein bisschen kniepig, um es mal so zu sagen. Und economy-mäßig gibt es dasselbe nochmal für 15.000 anstatt für 35.000 Meilen. Und bevor ich Mario da komplett irritiert lasse, es gibt Amerika in der Economy-Class, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich guckte nochmal, aber leider nichts in der Business Class. Premium Economy haben wir leider immer noch nicht bei den Kollegen von der Swiss. Man wird ja oder man wartet ja auch. Aber ist halt noch nichts da. Und der Economy geht es immerhin nach JFK. Und da braucht man dann nur 3.000 statt der normalerweise 60 Meilen. Und auch hier ist, wie Lars eben schon gesagt hat, auch der Buchungszeitraum wieder, auch wie bei der Lufthansa, vom 15.03. bis 30.04. Aber New York im Frühling ist durchaus zu empfehlen. Also insofern ein gutes Angebot. Ja, sensationell. Wollen wir mit der Austrian weitermachen oder mit der Eurowings? Ach, mach erstmal mit den sozusagen mit den Großen weiter und fliegen jetzt mal mit der Austrian von Wien ab Österreich. Oder? Da gibt es natürlich dann auch wieder die Ziele Barcelona, Bologna, Moskau und so weiter und so fort. Also das ist alles in der Business Class verfügbar, 25.000 anstatt 50.000. Aber die haben Amerika und Amerika ist wieder das Gebiet von Mario. Ja, es geht immerhin diesmal nicht nach JFK, sondern nach Newark. Und auch hier, wie bei der Lufthansa, 55.000 Meilen, 112.000 Meilen. Und auch nach Montreal für dieselbe Meilenanzahl. Und auch hier ist es wieder derselbe Reisezeitraum, der 15.03. bis zum 30.04. Also wer als Schweizer dann doch lieber in der Business fliegen möchte, der setzt sich in den Zug oder in den Flieger und fliegt von Zürich nach Wien und startet dann von dort aus für günstige Meilen. Ganz genau. Also insofern für die Austrian gibt es hier wieder die Sonderregelung. Das heißt, jetzt sind die für die Flüge von Wien und nach Wien gelten die Meilenschnäppchen. Und ganz, ganz wichtig, ein innerösterreichischer Flug, sofern es ihn gibt, ist auch noch inklusive. Ja, dann lass uns doch mal auf Eurowings Discover gehen. Wir hatten das ja eben schon gehabt in unserem Meilen-Special für den Dezember. Und da gibt es halt auch die Meilenschnäppchen für den Dezember 2021.
die buchbar bis zum 31. Dezember sind. Aber die Reisezeit ist wirklich ab Dezember bis 31.12.2022. Wie geil ist das? Ja. Ja, aber es wird überall auch schon darauf hingewiesen, dass es für diese tollen Ziele überall nur begrenzte Verfügbarkeiten gibt. Insofern müsst ihr da wahrscheinlich ein bisschen schauen auf die Abflüge, wo ihr das startet. Aber wenn ihr denn was macht, dann sind da absolute geniale Ziele dabei in den USA. Das kann man nicht anders sagen. Sonnenziele wie Tampa oder halt auch Las Vegas ist dabei. Calgary, Halifax. Also alles, was das Herz begehrt. Und dann halt sogar noch ein paar, ja, Fort Myers und auch noch ein paar andere Ziele auf dem amerikanischen Kontinent oder das, was man so mit dazu zählt. Ja, wobei also das Spannende Panama natürlich ist, dass man 15.000 Meilen anstatt 60.000 Meilen bezahlt. Ja. Wir hatten eine kleine Rückkopplung, ich frage mich warum. Hattest du das auch? Ja, ich habe es auch kurz gehört. Ich hoffe, also sorry schon mal dafür. Ich weiß nicht, jetzt ist es weg. Technik, die begeistert. Ja. Also insofern Rückkopplung vorbei. Also wie gesagt, dass die Meilenanzahl, die man benutzt und braucht, dafür ist natürlich schon phänomenal. Haben wir noch die Meilen im Kopf, Mario, die wir brauchten? Wir hatten das ja auf dem Fuschzettel von eben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, zum Beispiel in der Business Class nach Las Vegas nur schlappe 28.000 Meilen statt 112.000 Meilen. Also besser, günstiger kommt man wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Ja, günstiger geht's halt nicht mehr und da muss man halt ganz klar empfehlen. Und die Ziele, auch wenn wir sie schon mal genannt haben, man kann sie nicht oft genug nennen, ja, auch wenn es USA und Kanada ist, ist halt Anchorage, Calgary, Cancun in Mexiko, Fort Myers, Halifax, Las Vegas, Male, Panama City, Salt Lake City und Tampa. Also wirklich Reiseziele, die sich lohnen in meinen Augen. Cancun finde ich prickelnd. Vegas ist für dich ein Ziel, ne Mario? Ja, Vegas finde ich auch ziemlich cool, also kann man nicht meckern. Leider geil, wie man so schön sagt, ne? Leider geil, in der Tat. Ja, also das wäre so diese Eurowings-Geschichte. Zum Abschluss wollen wir auch noch unsere polnischen Freunde nicht in irgendeiner Art und Weise diskriminieren, wobei wir wirklich darauf hinweisen, die Eurowings geht nur auf Eurowings. Es gibt keinen Zubringer, egal wo ihr herkommt, innerdeutsch, innereuropäisch, gibt es ja nicht. Das ist halt das Problem. Dann schauen wir mal, was es im Polnischen gibt. Im Polnischen gibt es 75 Sachen. Dann brechen wir das mal wieder runter auf die Buchungsklasse, auf Business Class, weil das ist das, was für uns am interessantesten ist. Da gibt es auch die Ziele mit 25.000 anstatt 50.000. Ljubljana, Sofia, Bukarest, Riga, Lviv, Lemberg. Lemberg heißt es übrigens. Ich hatte heute bei Lufthansa seinen Partner plus Benefit Callcenter angerufen und die sagen, die sind in Lviv. Das ist Lemberg. Dann Vilnius, Stockholm, Brüssel, also alles sehr europäische Städte. Aber dann kommen auch Business-Class-Ziele mit 40.000 Punkten anstatt 70.000 Punkte. Dubai, Miami für Mario mit 55 anstatt 112. Atlanta, Chicago auch 55 anstatt 112. Aber das sind alles Lufthansa-Ziele, die ab Polen angeflogen werden. Da muss man immer wieder aufpassen. Heißt also, die Ziele, die ich euch genannt hatte, waren die, die man dann anfliegen kann mit der LOT. Ansonsten geht es dann halt über Frankfurt, Atlanta und Chicago und Los Angeles. Aber Miami wäre noch mit der LOT und Dubai wäre mit der LOT. Ja, die Business Class der LOT, was hältst du davon? Solides Produkt ist jetzt nichts, wo man... Ja. Es ist rustikal, würde man glaube ich sagen. Ne? Also rustikal wäre das Wort. Und bei der LOT sollte man auch noch beachten, dass es halt wirklich nur auf Flügen von und nach Polen ist. Und es ist keine Bezahlung der Steuergebühren und Zuschläge, wie es bei den anderen Meilentickets möglich ist, mit Meilen. Also das muss mit Cash bezahlt werden. Also ganz, ganz wichtig. Das Business Class Produkt ist halt 222 in der 787. Ja. Ich bin nach Seoul mit denen geflogen. Ich war noch woanders hin, aber ich fand es für den Preis was okay. Also da kannst du echt nicht meckern. Ja. Ist jetzt natürlich keine Haute Volaute. Wer über Lufthansa schimpft, sollte mit LOT nicht fliegen. In der Tat. Aber es ist dennoch, man kommt dennoch mit
sage ich mal, ausgestreckten Beinen am Ziel an. Und das ist ja schon mal viel wert. Ganz genau, so sind wir wieder in 15 Minuten durch den Dschungel der Meilenschnäppchen am 1. Dezember durchgegangen, haben euch ja nochmal die Besonderheiten genannt. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt zu gefegten Vielflieger-Talks, die wir haben, einfach unten in der Kommentarspalte diese stellen oder auch einfach sagen, hey, ich habe mir da folgendes Ticket gekauft, wir hören gerne, wo ihr seid. Warum? Weil wir manchmal auch gerne träumen, wo wir gern sein würden und wir sind auch gerne neidisch. Wir freuen uns für unsere Mithörer, Mitschauer, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und im nächsten Jahr werden wir dann auch mal wieder hoffentlich gemeinsam auf Achse kommen und werden das dann wieder dokumentieren. Ganz genau. Also insofern, Neid ist die höchste Form der Anerkennung in Deutschland. Deshalb ist das ja nichts Schlimmes. So, also Abonnierbefehl, wichtig, Glocke an, unten kommentieren und dann ganz, ganz wichtig, den Beitrag liken für den Algorithmus. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und winke, winke, damit wir nicht wirklich fast wieder 20 Minuten machen. Ne? Ciao. Jawohl, alles klar. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.